Bei den Himmelsschauplätzen im Sternenpark Rhön kannst du den Himmel besonders gut erkunden. Neben einem schönen Ausblick, einer bequemen Liege sowie verschiedenen Infotafeln, unter anderem über den Schutz der Nacht, befinden sich dort drei besondere Geräte. Ein Fernglasaufsetzer, ein Polarsternfinder und eine drehbare Sternenkarte. Auf dem Gerüst des Fernglasaufsetzer können die Arme bequem abgesetzt werden, damit das Fernglas ruhig gehalten werden kann. Je nach Körpergröße oder um steiler in den Himmel zu schauen, gibt es unterschiedliche Höhen. Der Polarsternfinder hilft dabei, den Polarstern im Sternenhimmel zu finden. Du musst nur deine Position so anpassen, dass die beiden Ringe des Finders direkt hintereinander liegen. Im Kreis wirst du dann den Polarstern entdecken können. Mit der richtigen Position des Polarsterns können dann mit Hilfe der Sternenkarte weitere Sterne und Sternbilder gefunden werden. Dafür wird zunächst die aktuelle Uhrzeit benötigt. Während der Sommerzeit musst du eine Stunde abziehen, um die mitteleuropäische Zeit zu erhalten. Stelle die Sternenkarte ein, indem du mit dem Knauf die Scheibe auf die korrekte Uhrzeit und das aktuelle Datum drehst. Angenommen, es ist der 13. Mai und die Uhrzeit zeigt 21 Uhr und 20 Minuten an. Wegen der Sommerzeit stellst du die Karte auf 20 Uhr und 20 Minuten ein. Der Polarstern befindet sich immer im Norden. Von diesem Fixpunkt aus kannst du nun andere Sternbilder finden, wie zum Beispiel die Cassiopeia. Der Polarsternfinder hilft dir dabei, dich am Polarstern zu orientieren und somit die Cassiopeia und andere Sternbilder am Himmel zu entdecken. Die Benutzung des Fernglasaufsetzers, des Polarsternfinders und der drehbaren Sternenkarte wird auch ausführlich auf den Infotafeln erklärt. Wir wünschen dir viel Spaß beim Erkunden der Sterne im Sternenpark Rhön.